Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Mitten auf dem neuen Kontinent schauen wir uns hier weiter um auf diesen tollen Grab. Schrottgrab, oder wie der nochmal genau hieß. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt durchbahnen, damit ich diesen Kontinent weiter erkunden kann. Und muss mich hier mit Hansbären rumplagen, auch wenn es nicht wirklich wie ein Bär aussieht. Das ist ein Unkraut, welches mich im letzten Video sogar vergiftet hat. Naja, nicht vergiftet, sondern erblindet. Aber egal, ich habe das Unkraut vernichtet und wir können weiter. Wir können hier weiter umschauen und die Truhe öffnen. Mit einer UV-Brille. Eine UV-Brille, wofür kann die gut sein? Schauen wir mal. Wo ist denn die tolle UV-Brille? Bestimmt Ausrüstung. Nee, ja doch. Moment. Halt, nein. Objekt T. Und dann muss ich nach ganz oben. Obwohl, ich kann auch, genau, L oder R1 drücken. Jetzt muss ich erstmal diese Brille suchen. Okay, hier ist es. Achso, toll. Okay, wahrscheinlich ist es unsere Ausrüstung dann. Da, UV-Brille, da ist sie, ja. Was bringt die Abwehr 18? Gewicht 1 gegen Blendung. Na toll. Wäre an sich nicht schlecht für die JKA. Okay, da die Statuswerte sowieso nicht verändern, würde ich sagen, rüste ich's aus. So, auf jeden Fall kann die JKA jetzt nicht mehr blind werden. Ha, das ist doch mal wunderbar. Schon mal etwas Erfreuliches. Gut, ich muss wohl hier links gehen. Oder auch nicht. Ich war mal wieder von irgendwelchen Monstern aufgehalten. Aber diesmal flüchte ich vor diesen Spiegel. Und wir haben es geschafft. Yay. Perfekt. Naja, perfekt ist was anderes, aber wir konnten immerhin fliehen. Okay. Ich gehe mal hier lang. Was haben wir hier Tolles? Also dieses Schrottgrab ist auf jeden Fall zu groß. Definitiv. Okay, ich muss wieder gegen zwei Mörder kämpfen. Ich ergreife mal die Flucht. Klappt Gott sei Dank, sonst hätte ich wahrscheinlich wieder das Problem, dass irgendwer wieder auf 1 HP runtergeschlagen wird. Was nicht gerade sehr freundlich ist von diesen verdammten Gegnern. Da komme ich nicht hoch, okay. Das ist rutschig. Das war irgendwo ein bisschen so offensichtlich. Und warum sind hier eigentlich Löcher? Egal. Ich war mich jetzt noch 3 Mörder, nein. Vergesst es, gegen die kämpfe ich nicht. Zumindest nicht hier, zumindest nicht, zumindest nicht in der Aufnahme. Ihr habt ja selbst gesehen, wie übel die sein können. Also gucken wir mal, was hier im Keller noch ist. Noch so ein Automat. Hier gibt's auch wieder nichts. Klasse. Achso, ich war toll, das ist derselbe Automat, den ich vorhin auch bedient hatte. Na klasse. Okay, so schnell kann man sich hier verlaufen, oder wie? Oder ist das ein anderer? Aber warum... Warum sind hier... Toll, die Flucht hat nicht geklappt. Warum sind hier so viele Räume doppelt und warum bringen die nichts? Spiegel verteidigt. Nein, ich will fliehen. So, geht doch. Flucht erfolgreich geschafft. Ach ja, ich werde hier wohl ein bisschen im Kreis laufen, bis ich irgendwann meinen Weg... Ach, hier kann ich wieder runter, scheiße. Bis ich den richtigen Weg finde. Aber irgendwo muss ich ja weiterkommen. Da oben war diese Truhe, okay. Gut, so viel dazu. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, klasse. Na gut, ich werde nochmal die Flucht ergreifen vor dem Mörder. Wobei, es wäre nur ein Mörder gewesen, den hätte ich eigentlich angreifen können. Aber ich habe es jetzt doch mal gelassen. Also los, wir gehen weiter. Wir laufen auf diesen Schrottgrab weiter rum. Und ich gehe jetzt mal hier diesen Berg hoch. Sofern ich da hochkommen sollte. Sofern es das Spiel zulässt, aber theoretisch muss ich da eigentlich hochkommen. So, ich wage jetzt mal den Kampf gegen den Mörder. Denn jetzt ist er schon weg. Also gegen einen werde ich auf jeden Fall kämpfen. Aber wenn 2 oder 3, dann werde ich auf jeden Fall die Flucht ergreifen. Definitiv. Weil das sind mir dann doch zu viele. Wozu ist das hier jetzt gut? Sackgasse. Liegt hier irgendwie vielleicht etwas Verstecktes oder so? Leider nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, ich muss woanders lang. So viel steht schon mal fest.
Okay, ein Spiegel, aber ich ergreife trotzdem die Flucht. Wir schließlich ein bisschen vorankommen hier. Wir wenigstens hier aus diesem Gebiet noch rauskommen, wenn ich das in diesem Video noch schaffen sollte. Dazu habe ich ja noch etwa 5 Minuten, die ich mir noch nehmen wollte. Ansonsten... Na, ich muss hier wieder die Leiter hoch. Aber dann komme ich ja... Ich laufe hier im Kreis, Leute. Hansbär, weg damit. Unkraut kann man hier echt nicht gebrauchen. Zumindest brauchen wir hier kein Unkraut, nicht wirklich. Nein, Leute, wir brauchen echt kein Unkraut hier in diesem Gebiet. Okay, kletter ich hier halt nochmal hoch. Okay, dann gehe ich hier weiter. Auch gut, diesen Weg habe ich vorhin gar nicht gesehen. Na, klasse. Den hätte ich wirklich mal sehen sollen. So, via links oder rechts. Links sieht ein bisschen aus, als wäre eine Sackgasse. Aber das kann ich jetzt leider auch nicht sehen. Und wieder ein Spiegel. Den greife ich jetzt mal schnell an. Also Blechbüchse würde diesem Gegner besser passen, wenn ich ehrlich bin oder so. Oder was weiß ich, irgendwas Maschinennamiges. Aber Spiegel? Wie gesagt, ergibt für mich in diesem Fall keinen Sinn, wirklich. Warum dieses Monster Spiegel genannt wird. In Englischen wird es dann 100 Pro Mirror genannt, aber... Warum Spiegel? Was hat Capcom sich dabei gedacht und ich bin raus hier? Wow. Wir kommen weiter. Kann ich hier auch abkürzen oder muss ich diesen Weg das nächste Mal dann wieder laufen? Na gut, ich kann abkürzen. Sehr gut. Dann bleibt mir dieser Weg da erspart. Das da drüben sieht sehr toll aus und sehr groß aus. Ist das wieder eine Arena? Leerer Strand. Für mich sieht das aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich wie ein Strand aus. Das sieht mir wie eine ausgetrocknete... Ja, wie ein ausgetrockneter Kontinent aus. Aber gut, wir gehen mal zur Kolonie. Kolonie. Okay. Okay, wir haben ja eine kleine Zwischensequenz. Wow. Das erinnert mich sehr stark an den Tempel aus der anderen Dings da. Aus den anderen Kontinenten. Und da ist ein Satellit? Möchte wissen, was das ist. Das würde mich auch interessieren. Sieht mehr stark danach aus wie ein Satellit. Und da müssen wir wahrscheinlich hoch. Vielleicht könnte Momo es rausfinden. Okay, dann brauche ich Momo wieder in meine Party. Es war ja so klar. Aber erstmal müssen wir wieder Monster bekämpfen. Wie immer halt. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Es ist ein Hedron, ein neues Schlammvieh oder so. Okay, mal schauen, wie viel dieses Hedron aushält im Vergleich zu den Lavatier oder den Schlamm-Dings da. Wie ich nicht mehr weiß, wie welchen Namen das nochmal hatte. Okay, es ist auch schnell kaputt. Also im Moment habe ich noch keine Angst gegen die neuen Gegner, die hier eigentlich sind. Auch wenn mir davon vorgewarnt wurde, bisher habe ich noch nichts Schlimmes gesehen, aber ich glaube, ich sollte lieber meine Klappe halten, weil... Wenn ich so rede, dann kommt nur das Schlimme später nach und nach und dann werde ich sowas von leiden. Deswegen bin ich jetzt lieber ruhig, Leute. Was das angeht. Gut, dann werde ich jetzt erstmal Momo in meine Party nehmen. Wenn Momo darüber was wissen sollte, wenigstens wäre mir jetzt darauf hingewiesen, dass ich Momo mitnehmen sollte. Anders als auf ein Schiff. Aber gut, dann muss ich Ray leider aus der Party rausnehmen und Momo hat noch nicht so eine tolle Rüstung. Leute, ich muss nochmal zum Strand. Zum Hafen. Um Momo auch noch eine bessere Rüstung zu holen. Damit sie auch erstmal auf dem aktuellen Stand ist. Bin ja froh, dass ich hier wenigstens abkürzen kann. Und dann muss ich nur noch mal den Laden finden. Aber ich weiß noch, wo der war. Denke ich doch. Das heißt, ich muss jetzt rum und dann in diese Hütte rein. Genau. Geht ja Gott sei Dank recht schnell. So, gib mir Waffen, gib mir Rüstung, gib mir alles. Gut, was haben wir denn für die Momo? Gar nichts doch hier, eine AP Gran. Okay, die Rüstung kriegt sie auf jeden Fall schon mal. So. Wunderbar. Das Dornhemd kriegt sie auch. Oder die Dornhand. Wie auch immer. So, ausgerüstet. Na, sonst kann sie nichts außer die AP Gran. Rüste ich ja auch mal aus. Kostet ja nur 10.000. So, jetzt hat sie auf jeden Fall einen ordentlichen Angriff, Leute. Okay, ich bin bereit, auf jeden Fall jetzt die Kolonie zu betreten. Und diesen Satelliten zu untersuchen, was auch immer...
Ich würde jetzt glatt vermuten, dieser Satellit hat dazu beigetragen, dass ich diesen Kontinent überhaupt erreichen konnte. Na gut, Leute, ich denke mal, die Kolonie werden wir im nächsten Video genauer erkunden. Deswegen verabschiede ich mich in diesem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, indem wir die Kolonie untersuchen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Na toll, auch noch ein Kampf. Egal.